Eggcode Games. Willkommen zu Mad Games Tycoon 2. Wir haben vor Ewigkeiten den ersten Teil gespielt. Wir haben die Early Access damals zum ersten Teil gespielt. Und jetzt, letztes Jahr wurde, also 2023, wurde Mad Games Tycoon 2 fertiggestellt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal da mal rein und spielen mal ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ja, Mitte ist einfach okay. Für den Hauptsitz, Deutschland hat ja irgendwelche Auswirkungen, zumindest im Vorgänger gehabt, auf was halt hier und dort überall beliebt ist und so. Spezialgenre, Rollenspiel. Was, Blue Ocean? Ach, mein Logo. Ah, okay. Ich nehme Sieger. Sieger! Anzahl Konkurrenten, ja, okay. Game Studios werden geschlossen, ja, okay. Wettbewerb niedrig. Ja, was ist hier? Je härter Wettbewerb ist, desto stärker konkurrieren Spiele miteinander. Ein Überangebot von Spielen mit demselben Genre oder Thema kann schnell zu niedrigen Verkaufszahlen führen. Okay. Entwicklungsdauer, Standard, realistisch. Ja, ich mach mal realistisch, ja, weil dann dauert halt ein Spiel mal eben so gut 10 Jahre. Zufallsereignisse, Standard, das lassen wir alles auf Standard. Ich glaube, das kann ich eigentlich noch selber einstellen, ne? Bei langsamer Spielgeschwindigkeit und deaktivierter Option Arbeitsgeschwindigkeit anpassen. Kann in einer Woche viel mehr Arbeit erledigt werden, was das Spiel einfacher macht. Bei höheren Geschwindigkeiten erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr das angepasst habt, ja, okay, gut, machen wir so. So, akzeptieren wir und schauen mal. Achso, ich muss noch einen Firmenname eingeben. Mammutprojekt ist Firmenname. Nicht die Doom GmbH, sondern Mammutprojekt. So. Mein Spielername, ich bin Mammut, CEO von Mammut Projekt. Was haben wir denn da? Körper? Vorhanden. Dann nehmen wir das. Haare? Sind vorhanden, noch. Irgendwie. Wer weiß, vielleicht zum Zeitpunkt des Videos irgendwann nicht mehr. Kannst du dich mal drehen hier? Ja, machen wir mal so. Das entspricht meinen Haaren schon immer mehr, leider. Augen. Ja, Knopfaugen. So, Bart vorhanden. Ja, kommt hin. Hautfarbe, LED-Bräune, Haarfarbe. Irgendwie so komisch braun. Irgendwie komisch braun, wo haben wir denn hier irgendwie komisch braun? Nämlich das da. Oberteilfarbe. Boah, machen wir schön grau. Unterteilfarbe. War schon so okay. So. Extra Farbe. Was ist denn extra Farbe? Ach, hier mein Shirt. Ich trage einfach mal unter meinem grauen Pulli heute ein rotes Shirt. So. Beruf Game Designer. Da kommt schon hin. Kann ich hier auswählen, wo ich hier ganz viel Zeug drin habe. Mach mal ein bisschen mehr Game Design. Tolle Idee für Game Design, ja, deswegen mache ich das auch so. So, Perks. CEO, deine Spielfigur verliert keine Motivation. Star-Designer. Ich kann mehrere auswählen. Star-Designer erzeugen Hype bei Spielen, an denen sie mitarbeiten. Unerschöpflich. Unerschöpfliche Mitarbeiter brauchen keine Pausen. Fehlerfrei. Fehlerfreie Mitarbeiter erzeugen niemals Bugs. Talentierte Mitarbeiter lernen schneller. Glück. Kritische Arbeitsergebnisse treten deutlich häufiger auf. Sportlich, die Laufgeschwindigkeit ist erhöht. Ordentlich Mitarbeiter erzeugen keinen Schmutz und Müll. Medizinisches Wunder, Mitarbeiter mit einem starken Immunsystem werden niemals krank. Das kommt schon hin. Eisern. Diese Mitarbeiter gehen nicht während der Arbeitszeit auf WC. Kommt manchmal auch hin. Führungsstärke. Diese Eigenschaft gibt einen Bonus, wenn dieser Mitarbeiter als leitender Entwickler eingesetzt wird. Ja, finde ich dann in dem Fall schon wichtig als CEO. Allrounder. Das Limit für sekundäre Fähigkeiten ist erhöht. Pixel Artist. Diese Mitarbeiter erzeugen bei Retro-Spielen höhere Grafikpunkte. Portierungsspezialist. Diese Mitarbeiter erzeugen bei Spielportierungen höhere Technikpunkte.
Einfallsreich. Einfallsreiche Mitarbeiter haben ständig neue Ideen für Fortsetzungen. Wenn eine Fortsetzung entwickelt wird, erzeugen diese Mitarbeiter höhere Gameplay-Punkte. Ja, gut, machen wir mal. Engine-Experte. Diese Mitarbeiter können deutlich schneller Engines entwickeln. Arbeitstier. Diese Mitarbeiter können deutlich schneller Auftragsarbeiten erledigen. Und effizient. Effiziente Mitarbeiter arbeiten in allen Bereichen geringfügig schneller. Nehmen wir mal das. So. Mal gucken wir mal. Werbegebiet, Tutorial verfügbar. Okay. Ich mache hier das mit dem Tutorial, ne? Im Gebäude, das Gewerbegebiet bietet eine ausgeglichene Anzahl an Gebäuden und eine ausreichende Baufläche. Zusätzlich ist für diese Karte ein Tutorial verfügbar. Dadurch ist diese Karte ideal, um das Spiel kennenzulernen. Okay, ja, dann machen wir das. Mad Games Tycoon 2, herzlichen Glückwunsch zur Gründung des Game Studios Mammut-Projekt. Mad Games Tycoon 2 ist eine Zeitreise durch die Geschichte der Spieleindustrie. Baue deine eigenen Büros, Produktionsstätten und Serverräume. Entwickle die Spiele deiner Träume und produziere die nächste Next-Gen-Konsole. Steige von einer kleinen Garagenfirma zu einem riesigen Konzern auf. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen bei Mad Games Tycoon. Ich werde die Grundlagen des Spiels erklären. Fangen wir damit an, wie du die Kamera bewegst. Mit WASD. Ja gut, okay. Rechte Maus zu halten und bewegen geht auch. Um den Überblick zu behalten, kannst du natürlich auch die Kamera rotieren und zoomen. Q und E. Eine Maustaste. Zoom, okay. Geht auch so zum Bewegen. Okay. Wie du sicher schon bemerkt hast, musst du dein kleines Studio in deine Garage gründen, um zusätzlich etwas Geld zu verdienen. Würde zuerst deinen alten Sportwagen verkaufen. Klick den Sportwagen an. Okay. Verkaufen. Nun sollten wir damit beginnen, dein Studio zu errichten. Um Räume zu bauen, musst du den markierten Button anklicken und den gewünschten Raum auswählen. Du wirst feststellen, dass einige Räume noch nicht verfügbar sind. Einige Räume werden mit der Zeit freigeschalten und andere musst du erforschen. Klicke auf den markierten Button, um Räume wählen. Okay. Dann brauche ich Entwicklung, ja? Okay. Wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst und dabei deine Maus bewegst, kannst du das Raumlayout erstellen. Bedenke, dass jeder Raum eine Tür zum Flur haben muss. Okay. Machen wir so. Platziere eine Tür. Tür. Klicke auf Akzeptieren, um den Raum zu errichten. Das hat mich 75.000 gekostet. Wo steht mein Geld? Mein Geld? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Ach, da unten. Okay. Nun musst du deinen Raum einrichten. Jeder Mitarbeiter benötigt nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern achtet auch darauf, wie gut dein Büro ausgestattet ist. Platziere Gegenstände für den Komfort, zum Beispiel Heizkörper für Wärme und einen Eimer, um Ordnung zu halten. Solltest auch einen Reinigungsroboter unter Rubrik Flur auf dem Flur platzieren, da ansonsten dein Büro schnell mit Müll versinken. Okay. Dann mal einen Arbeitsplatz. Arbeiten. Mülleimer ist, glaube ich, nicht verkehrt. Zack. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber hey. Ein Wasserspender. Kaffeemaschinen gibt's nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Eine Heizung. Man hier nicht friert so. Und Bild von einem UFO, ja, ganz toll. Reinigungsroboter habe ich nicht. Unter Rubrik Flur. Verdammt. Schreibtische, Schränke, TVs und Radios, Dienes, Lampen, Pflanzen, Tische. Auszeichnung, Bilder, Teppiche. Ich habe keinen Flur. Ich habe keinen Flur. Vielleicht kommt das später. Es ist wichtig zu wissen, dass deine Mitarbeiter Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen. Du kannst mit der Maus einen unzufriedenen Mitarbeiter berühren, um herauszufinden, was ihn glücklich macht. Unzufriedene Mitarbeiter arbeiten langsamer und neigen dazu, zu kündigen. Vergiss nicht, deinen Mitarbeitern ausreichend Aufenthaltsräume und Toiletten zur Verfügung zu stellen, damit sie sich erholen können. Okay, was mit ihm? Ich meine, er ist ich.
ist immer unzufrieden. Okay, nun sollten wir deinen Spielecharakter dem Entwicklungsraum zuweisen. Jeder Mitarbeiter hat einen bevorzugten Raumtyp, in dem er am effektivsten arbeitet. Dazu aber gleich mehr. Klicke dazu deinen Spielcharakter an und werfe ihn in den Entwicklungsraum. Er wird sich da automatisch einen freien Arbeitsplatz suchen. Okay. Jetzt kommen wir endlich zur Spielentwicklung. Um einen Raum eine Aufgabe zu geben, klicke auf den Button über dem gewünschten Raum. Es erscheint ein Menü mit verschiedenen Optionen. Du kannst zum Beispiel immer sehen, welche Mitarbeiter jeder Raum benötigt, indem du auf das kleine Personensymbol unten im Menü klickst. Okay. Okay, komme ich später noch zu. Aber warte mal. Hier, puh. Ah! So, ist im Flur, erstmal eingebaut. So, dann brauchen wir WC. Ist vom Vorteil, ne? Warte, muss ich dafür nicht hier so einen Raum errichten? Raum, WC. So, großes WC. Ist groß. Zack. Und dazu jetzt hier noch so einen Aufenthaltsraum. So. Aufenthaltsraum. Machen wir so. Eine Tür. 30.000. Ja, große Mahlzeit. So, was machen wir denn hier? Einmal Spielautomat. Und ein Sessel. Die kleinen Pausen zwischendurch. So. Okay, so. Wir wollen erstmal ein Spiel entwickeln. Entwickeln, ja. Neues PC- und Konsolenspiel. Wie du siehst, sind einige Optionen nicht verfügbar. Diese schalten sich aber im späteren Spielverlauf frei, um ein neues Spiel zu entwickeln. Klicke auf Neues PC- und Konsolenspiel. Damit ist ein neues Spiel oder Fortsetzung, Remaster eines alten Spiels zu entwickeln. Okay, ist ein Handyspiel, Automatenspiel, Fortsetzung, Spin-off, Remaster und Spielportier. Okay. Hier stehen dir viele unterschiedliche Einstellungen für deine Spiele zur Verfügung. Bei vielen Einstellungen gibt es Synergien, die zu höheren Punktzahlen führen. Auch die Erfahrung hat bei einigen Optionen erhebliche Auswirkungen auf die Qualität. Blätter durch sämtliche Seiten des Menüs und passe das Spiel nach deinen Wünschen an. Später kannst du in der Qualitätssicherung Spielberichte erstellen, um zu erfahren, ob deine Einstellungen funktioniert haben. Wenn du fertig bist, klick auf den Button mit dem grünen Haken. Okay. Hauptgenre. Rennspiel, na ja, das ist ja toll. Spielgröße B. Mehr habe ich noch. Zielgruppe? Alle. Standardspiel. Leiten und Designer Mammut. Natürlich. Ist ein Rennspiel, ja. Zweites Hauptthema. Rohre. Achso, Hauptgenre und Hauptthema. Ein Rennspiel auf Rohren. Pipeways. Ja. Was ist das? Bekanntheit der IP. Die Bekanntheit wirkt sich auf sämtliche Spiele der IP aus. Spiele mit einer guten Bewertung oder einer erhaltenen Auszeichnung steigern die Bekanntheit. Die Beschreibung. Ganz optionale Beschreibung für das Spiel erstellen. Füße mit deinen Husern. Auf, unter und in Ohren, um deine Gegner in hitzigen Renngefechten zu übertreffen. Noch nie da gewesen. So. Okay, Arbeitsaufwand. So, so. Entwicklungskosten. Aha. So, ein Spiel ohne Engine, weil ich habe keine Engine. Engine erwerben. Schlüssel ist leer. Okay. So, ist ein Multiplattform-Spiel. Oh, Inklusivspiel? Nö. Multiplattform. Main-Plattform. Set.
Tempel 1. Acht. Mehr haben wir noch nicht, ne? Okay, Marktanteil 100%, das auch. Das hat aber größere verkaufte Einheiten mit fast 1,9, ne? Machen wir es dafür, auch wenn die Entwicklungskosten gleich sind. Gibt auch keinen Rabatt dafür. Okay. So. Noch weiter DevKit zu erwerben? Nein, weil im Moment noch nichts entwickelt ist. Okay. Nächste Seite. Warte, war hier noch irgendwie was Interessantes? Ich glaube nicht. Aber ist es dann trotzdem ein Multiplattform-Spiel? Hersteller-exklusives Spiel? Retro-Spiel? Ah, okay. Weil Retro ist es ja jetzt noch nicht. Exklusivspiel für den Tempel 1. Weil Multiplattform ist nicht, weil wegen, wir haben ja nichts. Computer. 100%. Okay. Gut. Technologiestufe der ausgewählten Engine. Technologiestufe der schwächsten Plattform. Machen. Ja. So, alles ausgewählt. Kostet halt da natürlich mehr, wenn ich in verschiedene Sprachen halt entwickle. ASCII-Grafik. ASCII ist natürlich auch toll, ne? Primitive KI haben wir jetzt halt nicht. Und primitive Physik. Oh je. Das wird das beste Rennspiel, das du mit ASCII-Grafik machen kannst. Ohne Kopieschutz, keine Anti-Cheat-Software. Was willst du machen? So. Da müssen wir natürlich einstellen, was da so wichtig ist, ja. Rennspiele sollten ein gutes Fahrverhalten und eine tolle Grafik haben. Okay. Okay. Automatisch bekannte Option, optimale Einstellung übernehmen, ist ja nichts bekannt. Das heißt, das Gameplay sollte auf jeden Fall ganz toll sein. Zugänglich sollte es sein. Okay. Das ist jetzt besser. Okay. Ach so. Ah, okay, verstehe. Ja. So ist es gemeint. Ich brauche halt natürlich mehr Punkte, um jetzt hier irgendwie was reinzumachen. Level Design sollte auf jeden Fall höher sein. Story brauchen wir da, glaube ich, weniger. Zugänglich sollte es sein. Eine akzeptable Spieltiefe. Relativ lang. Innovativ. Guns Design, ja gut, du musst halt ins Ziel fahren. Ein paar Autos sollte es haben. Machen wir mal so. Oh, so, wir müssen tatsächlich irgendwo ein paar Punkte einsparen. Wir müssen Abstriche machen. Okay, ist auch noch. Ist auf jeden Fall jugendfrei. Boah, so ein Mittelding. Ist schon ein bisschen einfach. Vielleicht so. So, wir müssen hier noch ein paar Punkte einsparen. Wo mache ich das? Innovation. Charakterdesign. So. So, Gameplay ganz viel. Grafik ganz viel. Sound vielleicht ein bisschen weniger. Darf hier nicht mehr als 100% übersteigen, ne? Je höher der Wert einer Rubrik, desto größer ist die Chance, dass der Mitarbeiter Punkte für diese Rubrik erarbeitet. Okay. Geht das so? Controller Support. Pausefunktion. Tastatursupport, beides drin. Kostet alles Geld. So. In-App-Käufe ist noch nicht. Hat er so zu bestätigen. Aber das Priorität darf nicht 100% übersteigen, habe ich jetzt befürchtet. Okay. Also, Rennspiel sollte tolle Grafik und tolles Gameplay haben.
Vielleicht so ungefähr. Aber ich weiß auch nicht. So, ja, nee. So. Soweit, so gut. Um die Spielgeschwindigkeit zu regulieren oder das Spiel zu pausieren, kannst du die markierten Buttons klicken. Klicke nun auf die höchste Spielgeschwindigkeit, damit dein Charakter die Arbeit aufnimmt. Stelle die höchste Spielgeschwindigkeit ein. Okay. Mammut arbeitet. Wir sehen Mammut bei der Arbeit. Du kannst nun beobachten, wie dein Spielcharakter an deinem Spiel arbeitet. Sobald das Spiel fertiggestellt wurde, erscheint ein Menü, um das Spiel zu veröffentlichen. Warte, bis das Spiel fertiggestellt wurde. Dauert ja nur ein bisschen. Bitte warten. Neue Forschung verfügbar, das ist ja toll. Lokale Highscores. Taito hat das Spiel Ask and Answer angekündigt. Ja, meinetwegen. Middle hat das Spiel Overdrive Cards angekündigt. Saboteure und Renovieren ist gerade im Trend, ja? Das Genre Denkspiel und das Thema Saboteure liegen zurzeit im Trend. Unbeliebt ist zurzeit Geschicklichkeit und Renovieren. So, Pipeways ist fertig. Die nötigsten Arbeiten an dem Spiel wurden abgeschlossen und es ist bereit für die Veröffentlichung. Du kannst auch weiter am Spiel arbeiten und Verbesserungen vornehmen. Allerdings sind in der Polishing-Phase die Arbeitsergebnisse gering und Bugs werden nur langsam entfernt. Am Anfang kannst du deine Spiele nur mit einem Publisher veröffentlichen. Im späteren Spielverlauf hast du aber die Möglichkeit, deine Spiele selbst zu produzieren und zu vermarkten. Wenn du bei einem Publisher einen guten Ruf hast, wird er dir einen Exklusivvertrag anbieten. Du findest ihn unter dem Button Management in der unteren Leiste. Okay. Also ich könnte halt noch ein bisschen dran werkeln, ne? Wie viele Wochen willst du noch dran werkeln? Na endlich? Dann machen wir nochmal 4 Wochen. Umani hat das Spiel The Demon Hunter Story angekündigt, okay. Nanko. Rainbow World. Mag das. Würdest du freundlicherweise? Wollt du kein Team? Die ganzen Easter Eggs aus anderen Spielen, die hier alle irgendwie eingebunden sind. So, jetzt suchen wir uns einen Publisher. The Middle ist der einzige, ja? Marktstärke eher so gering. Na gut, machen wir mal. So, wir haben überall ein paar Erfahrungswerte gewonnen. Wenn du das Spiel fertiggestellt hast, bekommst du Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen. Durch steigende Erfahrungen können zum Beispiel die Entwicklungskosten sinken oder es kann sich dein Spiel verbessern. Auf Akzeptieren klicken. Okay. Die Verkaufszahlen deiner Spiele hängen nicht nur mit der Qualität zusammen. Ein übersättigter Markt, ein Trend oder eine unbeliebte Konsole können die Zahlen beeinflussen. Okay. Pipeways hat von der MGSR folgende Alterseinstufung erhalten. Sehr gut. Das Spiel hat von der Mad Games Software Rating eine Alterseinstufung erhalten und liegt nun bei sämtlichen Spielemagazinen auf dem Tisch. Schauen wir uns dein Ergebnis an. Yes! Richtiger Trash. Falls dein Spiel nicht deine Erwartungen erfüllt, musst du nicht enttäuscht sein. Du kannst zum Beispiel eine Forschung errichten und neue Features für dein Spiel entwickeln. Später kannst du auch fortschrittliche Räume wie Grafik oder Soundstudios bauen, um deine Spiele weiter zu verbessern. Pipeways, ein neues Exklusivspiel für Tappel 1, hat uns erreicht. Schauen wir, ob sich ein Kauf lohnt. Eine spannende Geschichte und ein wirklich cooles Ende. So lobe ich es mir. Was? Das hat keine Story, aber gut. Die Grafik hat keinen Schönheitspreis verdient, bestenfalls unterdurchschnittlich. Das Lied im Menü klingt super, danach sollte man den Ton besser ausschalten. Die Spielkontrolle ist etwas mühselig, das hätte man besser lösen können. Mit einem anderen Entwickler hätte es vielleicht ein gutes Spiel werden können. Ja gut, kannst nichts machen, ne? Okay, Glückwunsch, du hast nun dein erstes Spiel veröffentlicht und die grundlegendsten Funktionen von Mad Games Tycoon 2 gelernt. Mache dich weiter mit den Möglichkeiten des Spiels vertraut und nutze die Tooltips,
in den Menüs, um mehr zu erfahren. Baue weitere Räume für, um bessere Spiele zu entwickeln. Stelle neue Mitarbeiter ein. Erforsche neue Dinge und entwickle den neuesten, den nächsten Superhit. Viel Spaß. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen das hier zu einem Let's Play, das immer mal wieder kommt. Na, also es kommt hier nicht täglich ein Let's Play, es kommt immer mal wieder, wenn ich halt irgendwie Bock dazu habe, irgendwie eine neue Folge. Gerne könnt ihr mir halt auch mal in die Kommentare schreiben, was für ein neues Spiel wir entwickeln werden. Ja. Und dann spielen wir halt das Spiel so ein bisschen so halbwegs hier so zusammen, dachte ich mir. So. Die nächste Folge werde ich noch so ein bisschen jetzt direkt aufnehmen und dann kommt die tatsächlich jetzt dann morgen auch schon raus, denke ich. Und danach schauen wir mal. Ne? Ihr könnt halt so mitentscheiden, was wir halt erforschen werden dann. Ne? Also nächste Folge werde ich wahrscheinlich so einen ersten kleinen Forschungsraum machen, vielleicht nochmal einen Mitarbeiter einstellen. Müssen wir mal sehen, wie, was, wieso, weshalb, warum und so. Wird wahrscheinlich hier ganz schön ins Minus laufen. Vielleicht werde ich noch irgendwas verdienen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt aber erstmal schön mit Ö und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Mad Games Tycoon 2 wieder, wenn ich versuche, hier irgendwie Geld aus meinem Pipeways rauszuholen. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.